ihr eigentlich in eurer Mannschaft? Im Moment sind wir zu neunt. Neun Leute? Das soll eine Piratenmannschaft sein? Mit meiner Drei-Schwerter-Technik erledige ich 20 Soldaten in 10 Sekunden. Keine Bewegung oder ihr seid fällig! Vier aus unserer Mannschaft haben die Kräfte der Teufelsfrucht, ich nicht. Demnach bin ich mit Monkey D. Ruffy der Stärkste aus der Mannschaft. Kannst du uns mehr von deiner Welt erzählen und was du dort so machst? Ich will vor allem der beste Schwertkämpfer der Welt werden. Ich hab's nämlich einer Freundin beschworen. Oh, jetzt pass mal auf! Eines Tages wird einer von uns die Nummer 1 unter den Schwertkämpfern in der Welt sein! Das schwören wir uns jetzt! Wir werden es schaffen! Kurz darauf umkam. Unser Geld heißt Barry und auf mich ist ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Früher war ich sogar selbst mal Kopfgeldjäger. Der Einzige, der mich besiegen konnte, war Miyoshi Lakre, genannt Falcon, einer der 7 Samurai der Meere. Und ich werde dich wieder besiegen, Zorro. Entfernen wir erstmal diesen Käfig. Der hat dich doch wohl etwa nicht aufgehalten. Der hat den Käfig zerstört. Das kann ich nicht zulassen. Pistole aus der Zeit der Aufklärung. Geschmeidigkeit siegt stets über rohe Gewalt. Deswegen besiege ich dich auch, Mihawk. Schicksal, dass wir beide hierher kamen. Wow, der hat die Pistolenkugel mit der Schwertspitze abgelenkt. Diesmal werde ich dich nicht verschwinden. Ich dich auch nicht. Das ist ihr Kampf. Keiner mischt sich ein. Ich ziehe den Dolch. Monster, Strike! Wow, er hält ihn mit einem Mini-Dolch auf. Oh Mann, Zorro, das hatten wir doch schon. Ich hatte gehofft, dass du dich besserst. Ich ziehe jetzt Black Sword. Also lass dir was einfallen. Er ist zu weit weg. Und wenn ich auf ihn zurenne, kann er zu schnell reagieren. Der wird sich wundern. Ich mache das von Sky Island. 118. Phoenix. Wer hat die Eisenwolke zerstört? Phoenix! Nicht schlecht, Zorro. Du bist seit unserem letzten Treffen echt besser geworden. Er hat keinen Kratzer. Mist, das wäre meine Chance gewesen. Doch ich muss ihn besiegen. Ich habe es doch geschworen. War das alles, Loser? Tiger! Ja! Das war's dann. Wie du willst. Tut mir leid, du hast es nicht anders gewollt. Kurz vor dem Tod. Wie bei Mr. One. Ich musste den Gnadenstoß versetzen, damit ich endlich Ruhe vor dir habe, du Nervensäge. Ich spüre die Seele seines Eisens. Mein Wille leckt mein Schwert. Jetzt mache ich Eisenschrott aus dem Kerl. Du gibst also auf? Schön! Atomic Spider! Von wegen aufgeben. Jetzt fange ich erst an. Mein Freund, willst du als nächstes mit deinem Schwert Diamanten schneiden? Nein, das wäre doch Verschwendung. Ich spüre seine Seele, die der Umgebung und die seines Schwertes. Ich kann seine Piraten nicht umgehen. Ich muss mitten durch. Mit einem Schwert? Was soll das denn werden? Jetzt töte ich dich! Mein Wille! Denk mein Schwert! Du hast mich besiegt. Du bist die Nummer 1. Wenn wir zurück sind, werde ich es allen erzählen. Gut gekämpft, Mihawk. Bleib doch hier! Wir könnten einen so starken Mitstreiter wie dich gebrauchen. Das geht nicht. Ich muss wieder zurück in meine Welt. Versprich uns, dass du irgendwann mal wieder zu uns kommst. Aber, Chef! Wenn sie durch das Loch gehen, schließt es sich bestimmt. Nachdem sie durch das Dimensionsloch von Nightmare gegangen waren... Irgendwie hat es sich nicht geschlossen. Das verstehe ich nicht. Irgendeine fremde Macht hält es offen. Chef, wenn dieses Loch offen bleibt, kann Zorro irgendwann mal wieder zurückkehren. Oder jemand ganz anderes. I inspect the more of me I see.
to read your lips. The more the mask you wear rips, and when the story takes a twist.